Wir als pränatale Arbeiter gehen davon aus, dass das Bewusstsein bei der Zeugung schon da ist. Das heißt, der kleine Mensch, der da ins Leben gerufen wird, wird einmal durch das Zusammenspiel seiner Eltern hierhin gerufen und hat natürlich auch selbst eine Absicht. Das heißt, da gibt es schon eine Kommunikation im Vorfeld. Und es gibt weise Menschen, die sagen, dass man einer Frau schon 6 Wochen vor der Empfängnis, dass man da in der Aura die Ankündigung des Kindes ansehen kann. Und ich selber habe als Hebamme oft die Erfahrung gemacht, bevor die Frauen anriefen, dass sie wieder schwanger sind, habe ich an die gedacht und gedacht, ich bin jetzt mal gespannt, ob die und die sich wieder meldet. Und so war es dann immer auch nach einer Zeit. Das heißt, das Kind geht schon in Kommunikation mit den Bedingungen, die es da erwarten. Das heißt, wir suchen uns natürlich diesen Platz aus, nur wissen wir das hinterher nicht mehr. Wir haben vieles vergessen von dem, was wir mitgebracht haben. Das Gute daran ist, dass es oft sehr schmerzvoll war. Es ist schade, dass wir es vergessen, weil wir denken, das, was wir hier erleben, ist die Realität. Der ganze Ärger, der ganze Stress, das ganze sich nicht geliebt fühlen, bringen wir auch mit, weil wir das anfänglich erfahren haben, die meisten von uns. Irgendeine Sequenz, ob das bei der Zeugung war, ob das in der Schwangerschaft war, die schwierig war, ob du gewollt wurdest als Kind oder nur bedingt gewollt wurdest, ob deine Mutter vorher eine Fehlgeburt hatte, ob vielleicht sogar die Empfängnis mit Abtreibungsgedanken verbunden war. Auch das erfährt ein werdendes Leben sehr, sehr schmerzlich, ja. Ohne dass die Eltern wissen, ja, und das Wissen macht den großen Unterschied, ohne dass die Eltern wissen, welchen Einfluss auch ihre Gedanken, nicht nur ihr Verhalten, sondern auch ihre Gedanken auf dieses werdende Leben haben. Wo fangen wir an? Wir fangen an in der Schwangerschaft. Wenn es einen Menschen gibt, der sich damit beschäftigen will, der bereit ist, und da möchte ich euch wirklich sagen, wie mutig ihr seid, dass ihr bereit seid, euch mit eurem Lebensanfang auseinanderzusetzen, weil das die verletzlichste Zeit unseres gesamten Lebens ist, weil wir dann noch sehr unreif sind, weil sich alles das, was wir später mitbringen, zusammensetzt. Alle Zellen, ja, jede Zelle findet ihre Bestimmung, findet ihren Platz. Und alles das, die ganze Erfahrung, die wir machen in der Schwangerschaft, alles, was wir an Erfahrung mitbringen in das Leben, prägt unser späteres Dasein. Wir haben hier im Kurs die Möglichkeit, durch eure Geschichten, die ihr mitbringt, und aber auch durch die Geschichten, durch die Geburtsgeschichten, durch die Lebensgeschichten, die ihr bei den anderen erlebt, alte Dinge anzuschauen, zu fühlen, aufzuarbeiten und loszulassen in einer liebevollen Begleitung. Und ich würde euch gerne mal, die Ines hat das so schön schon gestaltet, einmal zeigen, einmal fühlen lassen, wie winzig, wie verletzlich ihr seid zum Lebensbeginn. Die menschliche Eizelle, die weibliche Eizelle, ist die einzigste Zelle des Körpers, die größte Zelle des Körpers und ist die einzigste Zelle, die wir mit bloßem Auge, wenn es gute Bedingungen gibt, wahrnehmen können. Die Ines hat hier eine Stecknadel reingesteckt, das lasse ich mal gerade rund gehen, um einfach mal zu fühlen, ja, zweite, dritte Woche, das heißt, die ist schon befruchtet, wie klein diese Zelle ist und aber schon alle, und zwar komplett alle Informationen des Lebens enthält und auch schon die Informationen enthält, wie komme ich denn hier hin? Wie bin ich denn gezeugt worden? Was bringe ich alles mit? Da ist das Nervensystem schon angelegt, da ist der Herzschlauch schon angelegt, aber noch nicht funktionsfähig. Da ist noch vieles in der Ausreifung. Ich darf mal hier so eine Nierenbohne rumgehen. Ich sage jetzt mal so 5., 6. Schwangerschaftswoche ungefähr. Da fängt das Herz an zu schlagen. In der 5. Woche fängt, ich sage jetzt mal, das primitive Herz an zu schlagen. Da machen wir schon unsere Erfahrungen. Da weiß oft die Mutter noch nicht, dass wir schon da sind. Viele Frauen erfahren so in der 5., 6. Woche, haben so eine Ahnung, ah ja, ich bin schwanger.
Die meisten Frauen heutzutage gehen dann zum Gynäkologen, da wird ein Ultraschall gemacht, aber auch da ist es noch nicht immer auf dem Ultraschall sichtbar. Das sichere Sichtbarwerden auf dem Ultraschall fängt so ungefähr in der 8. Woche an. Ich lasse euch hier mal ein Körbchen rumgehen. Das ist ein Embryo, der ist 8. bis 10. Schwangerschaftswoche. In der Woche werden wir entdeckt. Diese Entdeckung kann schon mit einem Schockerlebnis verbunden sein. Selbst wenn Eltern sich total freuen auf ihr Baby, ja, kann dieses Bewusstsein, jetzt bin ich wirklich schwanger, jetzt kriegen wir wirklich ein Kind, massive Existenzängste auslösen. Das heißt, da werden die Eltern sich bewusst, jetzt werden wir Eltern, jetzt müssen wir sorgen, jetzt müssen wir das Geld ran schaffen, ja. Und das kann schon massive Gefühle auslösen und nicht nur die existenziellen Bedingungen, die ich dann schaffen muss für mein Baby, das kommt, sondern auch die alten Erlebnisse triggern. Das heißt, alles, was ich erlebt habe als Mama, als Papa, in meiner eigenen Schwangerschaft, bei meiner eigenen Geburt, können durch das Schwangerwerden wieder getriggert werden. Ich behaupte, sie werden immer getriggert. Das ist auch ein Grund, warum Frauen schwere Geburten haben, weil sie ihre eigene Geburt, ihre eigene Schwangerschaft schwer verarbeiten oder eben gar nicht verarbeitet haben. Jetzt lasse ich mal hier eine Nussschale, eine Walnussschale rumgehen. 3. Lebensmonat, das heißt, hier ist die Organbildung abgeschlossen. Stellt euch das mal vor. Die Organbildung ist voll abgeschlossen und hier reift der kleine Mensch nur noch. Die nächsten 6,5 Monate sind zur Reifung gedacht. Alle Organe sind angelegt. Das Wunderbare ist an uns Menschen, dass der Körper alle Erfahrungen speichert. Komplett alle. Und ihr kennt vielleicht den Satz und den Gedanken, der Körper lügt nicht. Das stimmt. Das heißt, durch bestimmte Methoden arbeiten, können wir den Körper dazu bringen, dass er sich wieder erinnert und dass diese alten Erfahrungen hochgeholt werden können, die alten Gefühle hochgeholt werden können, sodass wir uns diesmal in einer anderen Umgebung, nämlich nicht im kalten Kreissaal, ja, sondern in einer Umgebung mit Menschen, die Erfahrung haben miteinander, sprich die Ines und ich in der Leitung, wir haben sehr viel Selbsterfahrung gemacht mit dieser Arbeit, das muss man tun, um zu wissen, was das bedeutet und wie tief diese Arbeit auch gehen kann. Das heißt, diesmal habt ihr die Möglichkeit, diese alten Erfahrungen euch anzuschauen mit einer wunderbaren, liebevollen Begleitung und sie nachzuarbeiten. Und uns ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch hier wohlfühlt. Uns ist die Langsamkeit der Arbeit sehr wichtig, weil das Trauma entsteht unter anderem auch dadurch, dass in kurzer Zeit zu viel passiert ist, ja, das heißt Reizüberflutung und ohne eine Begleitung, die diesem kleinen Menschen gesagt hat, was gerade passiert und dass er nicht alleine ist. Das ist der Grund von Traumatisierung. Und genau das wollen wir hier lösen, indem wir uns zur Verfügung stellen, auch die Gruppe zur Verfügung stellen, zur Begleitung desjenigen, der reist.